Ich bin der Fabi Lentsch, ich bin rund um Innsbruck aufgewachsen und ja, schon ganz früh wie viele andere Tiroler mit dem Skifahren angefangen. Bis 11 bin ich Rennlauf gefahren eigentlich und mit 12 habe ich angefangen Freeriden. Wir sind dann immer Richtung Big Mountain und Offpiste gegangen. Ich bin für die World Tour qualifiziert und bin dann zwei Stops mitgefahren. Der Contest fahren ist auf jeden Fall anders wie Filmen. Also du fahrst die Lines anders, du suchst Features, die du unbedingt einbaust, wo du sonst eigentlich vorbeifahren würdest, dass du Speed aufrechterhaltest, weil halt jeder Sprung in einem Contest zählt. Es ist einfach eine ganz andere Art vom Skifahren. Wenn dann draufkam, dass es eigentlich nicht so meins war und dass ich eigentlich lieber Projekte mache und seitdem mache ich genau das. Skifahren und Gaudi haben. Es soll einfach ein Roadtrip sein mit Kollegen. Also der Plan war, in die Alpen, also zwei Monate in die Alpen zu verbringen, aber dann hat das echt traurig ausgeschaut und ich habe halt überall Wetter geschaut und in Griechenland hat es halt geschnieben und geschnieben und geschnieben. Hoffentlich wachen wir auf und morgen ist total viel Schnee da. Good morning, we are in Kalavata, in a small capital of Greece. But 30 years it hasn't been snowing like this. Also die Idee vom Snowmats Truck war eigentlich, dass man ein Haus auf Rädern hat, wo man überall daheim ist und einfach so eine Art so einen nomadischen Lebensstil leben kann. Also wir haben 8 Betten im Truck, 2 sind da hinten, das kann man umklappen. Und dann gibt es noch 2 Stockbetten, das sind wie so Schubladen drin. Kann man einfach ausziehen, drunter das gleiche. Und oben über der Fahrerkabine können nur 4 Leute schlafen. Ja, mal ganz spontan vor einer Filmpremiere wieder nur Ausstellung aufgepickt. Da sieht man, hier oben sieht man den ganzen Ausbau vom Truck und da habe ich einfach so ein paar Fotos aus der Kabine. Mein Lieblingsgegenstand im ganzen Truck ist eigentlich der Holzofen. Den haben wir uns unbedingt eingebildet und es ist voll geil, wenn es draußen kalt ist. Hat 11 Tonnen, Allrad, Differentialsperre, ist echt brutal geländegängig und saugeiles Gefährt.